Das ist ein Stuhl, den ich als ganz kleines Kind von meinen Großeltern geschenkt bekommen habe und der einfach, seit ich denken kann, da ist. Ich kann mich gar nicht an den Tag erinnern, an dem ich ihn bekommen habe, war einfach sehr, sehr klein. Der ist schon immer in meinem Leben da gewesen und sieht genauso aus wie die Erwachsenenstühle auf Sardinien. Es hat so eine Korb. Flechtung und hier so Schnitzereien und ist so eine Miniaturform der Stühle, die ich aus meiner gesamten Kindheit oder vom gesamten Bild auf dieser Insel auch kenne. Also die sieht man dort sehr häufig, diese Stühle. Mein Sitzen ist ein ganz wichtiger Bestandteil des mediterranen Lebens. Also man verbringt sehr viele Stunden im Sitzen, meistens vor der Haustür mit den Nachbarn. Da trägt jeder so seinen Stuhl raus. Also ich habe das so noch so im Kopf. Da sind alle so alt und jung mit ihrem Stuhl in der Hand so rausgegangen, zur Tür raus. Die werden dann so schön gruppiert. Jeder setzt sich dahin, wo er sich wohlfühlt. Und dann wird den ganzen Abend erzählt, also hauptsächlich geredet oder manchmal auch einfach nur geschwiegen. Das ist auch schön, wenn man einfach zur Ruhe kommen kann und sitzen kann. Sezidi heißt es sogar auf Sardisch, das klingt ganz ähnlich. Das ist eine Einladung und das beinhaltet sehr viel. Das heißt nicht nur physisch sich hinsetzen, sondern das heißt, sei einfach. Und was ich an dem hier sehr schön finde, ist, dass ich eben Zugang dazu hatte. Der ist erreichbar. Also ich konnte mich draufsetzen, ohne mich großartig um fremde Hilfe zu bemühen. Und zum anderen ist er nah am Boden. Das hat auch so was Schönes, so was Geerdetes, Gemütliches. Am liebsten würde ich heute noch drauf sitzen. Manchmal würde ich mich gerne ganz klein machen und drauf sitzen.